So, ich spiele heute mal ein bisschen. Gott. Controller wollte ich sagen. Gucken wir mal. Nee, das ist ja. Machen wir mal auf 10. Ist immer noch ganz schön. Gibt's in London die Schokolade? Krass. Ey, mach mal gleich 30. Das Gefühl, es bringt gar nichts. Ah, doch ein bisschen, ne? Aber gut, ich weiß gar nicht, wo waren wir? Segle zum angeblichen Aufenthaltsort der Royal Lewis. Ach ja, das war das, genau. Ich wollte aber eben noch mal ganz kurz gucken. Zimmermann. If you need it, my hands can make it. Geil. Was hat denn der für Baupläne jetzt, mal ganz ehrlich sagen? Schleifstein, Schmelzofen, Tauwerk, Ausguckstation, Megafon und Signalgong. Das bringt uns nichts. Neue Gegenstände herstellen. Ach, das ist auch der. Den wollen wir auch gar nicht. Eigentlich wollte ich den Schiffsbauer haben. I am always here to serve. Door. Moving up in the world, I see. With the right designs, I can improve your vessel. Ach so, gut, der hat nur den Kram. Das Ding ist, wir haben ja. Mir gefällt mein Schiff nicht. So, ist zwar geil mit dem RAM, und ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit dem Controller immer noch so gut ist. Hulk, klein. Das ist auch klein. Das ist alles klein. Wieder groß. Unterstützung wollen wir auch alles nicht hier. Angreifer. Das sind alles Angreifer hier, ne? Die sind dann schon ein bisschen auch noch klein, mittelgroß. Mehr gibt's halt noch gar nicht. Da müssen wir halt dann nochmal gucken, ne? Safe travels, Captaini. Gut. Könnte, glaube ich, noch ein bisschen. Ich habe gestern noch extra für die Klamotten, ja, nicht nur für die Klamotten, auch fürs Schiff. Wir sind gestern noch auf Jagd gegangen. Wo ist denn mein Schiff? Kann man sehen? Nee. Pass auf. Zeige ich dir. Cherry Ferry. Schiffe verwalten. Oh, ist wieder weg. Oder was? Warum? Schiffsverschönerung? Warum komme ich denn da jetzt nicht rauf? Ich kann da irgendwie nicht. Nee. Warte mal. Wir hatten. Muss es mal eben mit der Tastatur machen. Irgendwie will er das gerade nicht. Soll schon wieder neue Sachen oder was? Wir hatten eigentlich die gekauft. Ausgerüstet. Und wir hatten. Ah nee, das konnten wir noch nicht. Dafür hatten wir noch nicht genug Geld. Aber jetzt. Also kaufen wir das. Na? Wir wollten ja ein grünes Schiff haben.
Und als nächstes wollte ich dafür sparen. Oh, Tod. Halt mal kurz meine Sense, ja? Wir müssen Seelen ernten. Dafür brauchen wir 4000. Fand ich ganz geil. Das können wir uns eh nicht leisten, weil wir kein Gold haben. Also so ein Stachelkaktusschiff. Ja. Aber warum ist denn der Dings nicht mehr, den wir... Ach, das sind ganze Sets. Jetzt verstehe ich. Warte mal. Das interessiert uns nicht. Das auch nicht. Den Affen hat er noch. Wie die Besatzung aussieht, ist mir auch erstmal egal. Bruder können wir auch lassen. Hier haben wir was Neues freigeschaltet gehabt. Können wir mal hinten ranklatschen. Schade. Es gab eigentlich... Ah ne, ist ja auch noch drauf. Der komische da. Gut. Gut, 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 gut. So, Schiff müsste jetzt aussehen, wie es soll, genau. Namen hat das Schiff auch. Pequeño Cactus, ne, der kleine Kaktus. Weil ist ja noch klein. Segel setzen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit dem Controller klarkomme, sonst wechsle ich wieder auf Maus und Tastatur. Passt schon. Gerlock says the Royal Louis is near the islands of the moon. Let's seize her cargo of exotic goods. So, gehen wir mal gleich richtig Gas hier. Wir wollen ja ankommen. Nee, ich meinte eigentlich hier den Skull auf dem Segel. Den konnte ich eben nicht einzeln auswählen, warum auch immer. Aber es war eben voll doof. Ich konnte im Menü, oder ich wusste nicht wie, aber ich konnte eben nicht Dings auswählen. Wie heißt das? Na, durchs Menü klicken mit der Tastatur. Das musste ich eben mit der Maus machen, warum auch immer. Ja, machen wir jetzt mal eben nicht. Wir wollen ja da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Warum ist mein Schiff halb kaputt da unten? Muss ich es reparieren? Jesus, was ist das da unten bei meiner Lebensanzeige, das rote? Bin der Meinung, das hatte ich gestern noch nicht. Dauerhafter Schaden. Wie repariere ich den? Ist gesunken. Ja, ich bin einmal gesunken vorhin. Ich war vorhin einmal im Spiel, weil ich das testen wollte mit dem, ob der Controller läuft. Und bin einmal auf See gefahren und war kaputt. Muss ich in eine Base. Okay. Beim nächsten Mal. Ich fahre jetzt nicht zurück. So, ist die Segel, Jungs? Wir looten hier, oder was? Gott, wo muss ich denn hin? Da, ne? Jawohl, Leute, jawohl. Oh, ich sehe keine. Iroko-Holz. Brauche ich das nicht? War da nicht was? The wind is ours. The wind is opposing us, Captain. Habt ihr gehört? Schwarzenegger in weiblich. The wind is ours. Get to the chopper.
Wo war denn das mit den Bäumen? Er hat doch hier eben gesagt. Ah, da rein. Da müssen wir nochmal umdrehen, glaube ich. Kommen wir gar nicht rein, oder? Ich würde mir das gerne mal angucken. Das ist, glaube ich, den Baum brauche ich. Ich weiß, dass ich vorgestern mit Jesus noch geguckt habe und ich wollte irgendwas verbessern. Und dafür brauchte ich diesen Yoko-Baum. Nee, ist kein neues Schiff. Ist noch dasselbe. Aber ich komme da nicht rein, wo der Baum sein soll. Doch da hinten. Oh Mann. Da hinten wird geballert. Your name should echo louder than Skurlock's, Captain. Don't let his tales eclipse your own. Kommen wir da überhaupt durch? Sieht nicht so aus, ne? Hängen wir fest. Shit. Oh Mann, ich wollte diesen Baum unbedingt haben. Schade. Für solche Orte brauchst du deine Nussschale. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. So. Küste von Angaya. Okay. Ziehen wir mal ein bisschen durch. Dramatische Musik, ich habe nichts getan. Oh, die sind ja aber gleich richtig sauer auf mich hier. Ich gerade da oben sehe. Na gut. Internet war weg, schon wieder. Passiert aber auch oft bei dir, ne? So, ich muss mal ein bisschen was ausprobieren hier.
Cool. Ein Wal. Help? Wir können ihm helfen? Das hatten wir auch noch nicht. In die Enge getrieben, annehmen. Wertvolle Frage, das ist wert, gerettet zu werden, bevor sie tief in sich reißt oder schlimmer noch. Schütze das Schiff, während es repariert wird und erhalte eine Belohnung. Probieren wir mal. Muss man die wieder zuschnappen? Ready to shoot, Captain! Oha! Schädige Kehre zum Schiff, sonst lässt du es im Stich. Ja, ist ja gut. Alles nehmen. Gott, ich muss hier weg. Zieh durch. Auftrag abgeschlossen. Wollen wir uns natürlich trotzdem noch holen, oder? So, können wir mal wieder rammen. Haben wir lange nicht gemacht. On fire! Meine Mom will mich mit in ihr TV nehmen und da brauche ich eh eine 100K-Leitung. Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Will ich mit in ihren Fernseher nehmen? Magenta TV. Da brauchst du keine 100K-Leitung. Eigentlich nicht. Ich habe eine Zeit lang gestreamt mit einer 6K-Leitung. Geht auch. So, jetzt fahren wir ein bisschen schneller hier. Wir wollen doch irgendwann nochmal ankommen. Seltsame Sichtung in der Nähe. Wispern der Tiefe auf Karte ansehen. Was ist das hier?
Oh. Jage die Royal Louis und erbeute ihre Fracht. There's the Royal Louis. They're lighting up the sky with fireworks. Shall we crash the party, Captain? Ich wollte gar nicht markieren. Ich wollte schneller fahren, aber oh Gott, Level 4. Schaffen wir das? Jesus ist auf dem Server. Gib Kit, Alter, gib Kit! Da stand eben Jesus, nicht feindlich. Oder irgendwie so. Da habe ich mich auch verlesen. Ich komme gar nicht hinterher. Ich habe auch nichts zu essen. Fuck! Wieder nicht drauf geachtet. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Raus da. Boah, das war knapp. Oh fuck. Oh, das lässt sich nicht so leicht kaputt rammen. Gottes Willen. I see cells in the distance!
Okay. Wir sollen da noch in die Richtung. Warum auch immer. Wahrscheinlich jetzt neutral dieses Jahr. Und ich habe Jesus gelesen, weil ich dumm bin. Ach nee, hier habe ich die Markierung gesetzt. Ich Idiot. Jetzt feindlich, siehst du? Das war das. Wollen die denn jetzt von mir? Ich will gar nichts von euch. Lass mich in Ruhe. Was im Arsch? So. Ja, natürlich. Kann ich den Mark auch wieder wegnehmen hier? So. Wo muss ich denn jetzt hin? Schatzkarte lesen. Schatzkarten führen zu Schätzen, die an Außenposten vergraben sind. Studiere die Schatzkarte, deute ihre Hinweise und identifiziere den Außenposten. Ach, da ist das. Großen Inseln, da ist noch ein X. Habe ich eben nicht geschnallt. Ist das hier? Oder ist das da? Hier sein. Könnte hier sein. Setz da mal einen Marker und dann düsen wir da mal hin. Die haben hier in der Region irgendwie immer noch Bock auf mich. Wir versuchen mal schnell abzuhauen hier. Pique la baleine, je vais naviguer.
Wir sind immer noch, die haben immer noch Bock auf uns hier. Ups, ein zu viel abgebremst. Mal gucken, ob wir das hier alles überleben. Oh, das hasse ich mit diesen... Ja. Santiano. Na, ich hoffe nicht. Ja, ja. Oh, die Jute plündern wir auch. Oh, hier ist irgendwas. Warte. Irgendwas. R2. Oh Gott. Das geht mir immer zu schnell hier. Jetzt kommen wir wieder in irgendeinen Bereich. Entspannt euch. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit von der Fraktion gesehen werde. Vielleicht ist es die Mission. Ich habe auch keine Ahnung. Da wollte ich mich jetzt eigentlich nicht mit einmischen hier. So. Es ist da. Ah, ich müsste hier noch mehr freischalten, um das zu sehen. Aber ich glaube, das kommt hin. So, wir gehen mal von Bord. Königliche Ruhestätte. Also, ich glaube, wir sind hier richtig. Und jetzt soll das hier ein Stein, wenn ich das richtig sehe, mit einem Kreuz. Wird ja hier überall sein, ne? Ja, der ist es nicht. Die Markierung gern wegnehmen. Okay. Ja,
hier durchödeln. Das muss hier sein. Ich müsste richtig sein. Ich muss es nur noch finden. Da ist es halt die Frage, wie tief kann man reingehen in solche Inseln? Piratenfeuer. Mhm. Ausdauerstärkung. Für die nächsten 20 Minuten wird deine Ausdauerregeneration für deine Gruppe verstärkt. Geil. Nehmen wir mit. Hier sind Händler und so. Hier wird ja wohl keiner was vergraben haben, oder? Da ist es. Schatztruhe ausgraben. Das ist aber ein bisschen zu deutlich gemacht, oder? Das sieht ja jede Sau. 3 Kilometer Entfernung. Ohne Fernrohr. So. Ja, wäre ja irgendwie cool, Cherry Fairy, wenn das da bei dir alles passt. Mit neuem Fernseher, WLAN und dies und jenes. Hast ja eh manchmal immer ein bisschen Probleme. Ne? Wäre schon cool. Was? Schatz gefunden? Bombarde 1. Gefundenes Gebiet westlich der Roten Insel. Okay, abgeschlossen. Blub, blub, blub. Baupläne und so. Kehre zu Sherlock zurück, wenn du bereit bist. Okay. Azamatautra. Our warriors keep. Wir gehen mal zum Oberhaupt. Oder Oberhauptin. Warriors camp unguarded and with weapons sheathed. A wise choice. But our eyes are still upon you. So, what brings you here? State your answer plainly. Or you find your flowery tongue ripped from your mouth. Nett. Of course, we carry ample loot from fruitful raids. Rogues like you often favor the sea people. If you are here as an instrument of the treachery, Hutapaha Nai Nilohana Rio. But if you prove true to your words, natürlich, then we might have something more for you. Come, let us reach a deal with fair terms. Sorry, Alma, wegen dem Lärm hier. Reden wir über das Geschäft? Ach, guck mal, die haben andere Klamotten. Das Kiste voller Kanonenkugeln brauchen wir alles nicht. Reparaturset 2 kriegen wir, glaube ich, genug. Weiß nicht, was wir verkaufen können, was wir nicht brauchen. Soweit bin ich irgendwie noch nicht. Zerbrochene Planke, braucht man das? Zerrissene Segel. We pick our prizes well. Naja. Haufen. Ja, so viel hat die echt nicht. Gut. Weißt du, was fahren am Binana follow your travels? Ja, ja. Machen wir mal gegrillte Kokosnuss, damit wir überhaupt irgendwas haben. War es eigentlich schon hier, ne? Do you seek a deal? Komme ich denn zum Schiff da hinten? So. War hier noch jemand, mit dem ich quatschen kann? Sprechen? All crafted by shore hands.
Ah, sehr gut. Ist aber auch irgendwie nichts Geiles, was du hast. Was hast du denn hier? Schiffsverschönerung, befleckt mit dem Blut der Feinde. Einige Spritzer sind noch frisch. Weiß ich nicht, ist das geil? Bauplan Eiserne Hülle 2. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Beschlagwerkstatt 1. Rammschaden wird um 25% erhöht. Den kaufen wir, kaufen mal beide. Sound Trade. Wasserflasche. Hey Sophie! Ja, danke. Was haben wir hier noch? Kann ich noch nichts kaufen? Gut. May our friendship be strong like iron. Okay. Ich glaube, wir segeln mal zurück. So, ich will mal Schiff reparieren. Schiffszustand ist optimal. Aber nee, ist es nicht. Das weiß ich ganz genau. Wir haben ein bisschen weniger Dingens. Schiff verwalten. Panzerung. Ich frage mich gerade. Ah. Jetzt komme ich da auch rauf. Es ist dasselbe. Aber wo sehe ich mit der Reparatur bist du gehalten? Was? Die Reparatur habe ich ja gar nicht wirklich gemacht. Aber das heißt, ich habe wahrscheinlich immer noch ein bisschen weniger Leben. Na egal. Ausstattung. Wenn ein Ziel getroffen wird, das mehr als 300 Meter entfernt ist, erhält das Ziel den Status markiert. Ziele mit diesem Status markiert erleiden 100% mehr Schaden gegen Schwachpunkte. Nur ein großes Ausstattungsstück pro Schiff möglich. Ah, was haben wir hier? Beschleunigt wird auf 300% erhöht. Aktiviert man Trim, während Ausdauer voll ist. 5% der übrigen Ausdauer werden sofort verbraucht, um diesen Effekt auszulösen. Ich glaube, dann lassen wir den drinne. Schiffsverschönerung brauchen wir nicht. Waffen. Da müssen wir mal gucken. Vorne. Die Halbkanone. Ah, die Reichweite ist kacke. Das wäre vielleicht irgendwas für die Seite. Okay. Woran siehst du das, dass das wieder voll ist? Halbkanone. Nachladen ist super schnell, Reichweite nicht. Hm. Ja, wir bleiben mal bei denen, die wir haben. Wir segeln mal wieder Richtung zurück. Zurück ist da. Müssen wir einmal hier rum. Oder oben rum, wie wir wollen. Was war hier noch? Ist man in der Tiefe? Hey, mach mal unten rum. Hier haben wir es noch nicht gesehen. Oh nein, die Lütte war krank, Sophie. Nicht so schön.
Umso schöner, dass es ihr heute besser geht als gestern. Das ist natürlich positiv. Gut, ja, wir haben wieder volles Leben. Wie auch immer das alles zustande gekommen ist, ich habe keine Ahnung. Neue Handelsroute entdeckt. Aha. Okay. Weißer Hai. Oh, hier ist es Iroko-Baum. Ich muss hier mal eben... Wo ist er? Gucken, ob wir da was holen können. Ich sehe gerade nichts. Wieder nichts. Wieder nichts, Baum. Verstehe nicht, warum das auf der Karte angezeigt wird, wenn da nichts Baum ist. Da soll auch was sein. Kokosnuss. Wir drehen noch mal eben. So. Ich will diesen Baum haben. Da ist auch was. Aber warum zeigt er mir das nicht da an, wo... wo eigentlich so ein Baum sein soll? Das ist so ein bisschen verwirrend. Hier soll ja auch einer sein. Ja, Iroko sammeln. Sehr gut. Jetzt haben wir ja doch mal ein bisschen was von diesem komischen Baum. Da vorne soll ja eigentlich auch noch was sein. Guck noch mal. So. Sauer! To the starboard! Roll the sails now! Bisschen langsamer, alles ganz gechillt hier, aber... Ach, die hat schon jemand... Die hat hier wohl schon jemand gepflückt, deswegen. Da ist noch Treibgut, vielleicht ist das noch der... Da, die Roko plündern. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Wir brauchen davon ja ein bisschen. I hope I fare better with you than on other ships. The seas have tried to claim me more than once. A sense of frustration. So, jetzt ödeln wir nach Hause, würde ich sagen. Geben wir ein bisschen Hackengas hier. Könnten natürlich jetzt hier, ist ja ein Holzlager. Aber die wollen wahrscheinlich auch Kohle haben. Und das nicht wenig, wie ich denke.
So. Kaufen. Iroko-Planke. 80 Stück für eine oder was? 100 oder was? Ich nehme mal einmal mit. Eine Planke, 80. Nee, gut. Wie gut, dass wir nur eine genommen haben. Das ist ja echt ungeil. Was war das? Hey, 14 Grad hatten wir nicht. Bei den Preisen müsste man die Kilo holen lassen, auf jeden Fall. Bisschen Gegenwind, wir kommen nicht so gut voran. Südwestpassage, Region betreten. Lass mich aus eurem Scheiß heraus, ne? Ja, die bekämpfen sich hier, glaube ich. Deswegen ruft da jemand Feuer. Wir lassen die mal chillig in Ruhe. Die sollen hier ruhig machen. Das Schöne ist ja, hier ist PvP nur, wenn man es will, glaube ich. Wir haben noch nicht ganz rausgefunden, wie. Aber sonst hätte ich das Spiel auch nicht gespielt. Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass, wenn ich hier auf See bin, dass ich dauernd angegriffen werde, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Ja, dann ödeln wir mal hier rum. Haben wir mal was gesehen. Warte mal, das sieht nach Treibgut aus. Oh. Ah, der Backbordwende. Und. Oh. Wieder etwas Segel hissen. Oh. Eine Sternenkarte, was auch immer das ist. Ah, wir nehmen den Quark hier mal mit. Hier sind noch mehr. I don't know what it is. Okay, hier können wir einfach durch. Dann war es das wahrscheinlich. Gut. Ich glaube, zieht ein ganz schöner Sturm auf. Schlimmer ist aber hinter uns. Das ist schon mal gut. Ich glaube auch nicht, dass ich mit Level 3 oder was ich hier bin, schon das One Piece finden werde. Ich glaube nicht.
Okay, für so eine Erkundungstouren brauchen wir unbedingt ein Schiff, was schneller ist. Das ist ja hier... Das ist ja einschläfernd. Handelsroute entdeckt. Versorgungsroute. Mhm. A tower in the distance, Kapitän. Verteidigung, Wachturm. Also keine Verteidigung. Aber wirklich Schaden nimmt er auch nicht. Plünderung beginnt. Okay. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich nur kurz den Turm wegwemsen, aber... Ah, fuck, daneben. Ob wir es schaffen. Warte. Was war denn das jetzt? Ach, ich kann jetzt gar nicht wieder heilen. Ah, auch schön. Dann bin ich gleich tot. Jetzt. Fuck. Das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen. Reise beendet.